Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute widmen wir uns mal Saturn.de. Und zwar haben wir hier eine kleine Kategorie ausgewählt. Und zwar haben die hier Gaming und VR, PC-Gaming, Gaming-PCs. Das hatte mir ein Bekannter auf Discord mal zugeschickt. Und zwar, dass ich da einen PC rausgesucht und ich habe mir den angeguckt und habe mir dann diese Untersparte mal angeschaut und habe mir die ganzen PCs mal einzeln angeschaut. Und ich finde, dass die einen so ein bisschen veräppeln und dazu kommen wir jetzt. Und zwar haben wir hier unten den Captiva R50407. Dem werden wir uns jetzt nämlich mal widmen. Und zwar steht hier Gaming-PC mit Ryzen 5 Prozessor, 16 GB RAM, 240 GB SSD, 1 TB HDD, Radeon Vega 11. Jetzt könnte man meinen, wenn man keine Ahnung hat, oder wenig Ahnung hat, sagen wir es mal so, dass eine Radeon Vega 11 eine Grafikkarte ist. Dem ist aber nicht so. Und zwar ist das eine integrierte Grafikeinheit in dem Ryzen 5 3400G. Da ist überhaupt keine Grafikkarte drin. Der hat quasi eine Bildausgabe, das reicht vielleicht für, ich hatte mir ein paar Videos angeguckt im Benchmark, beziehungsweise Testvideos für Overwatch, wenn man alles auf Low stellt, wirklich alles auf Low, dann kann man das tatsächlich mit 60 FPS spielen. Aber man hat auch FPS-Drops, wenn es mal ein bisschen heißer hergeht in Overwatch, ist ja ein relativ schnelles Spiel. Wir schauen uns die ganze Nummer jetzt mal an, wir werden natürlich die einzelnen Komponenten wieder zusammenstellen, gucken, welchen Preis wir rauskriegen. Und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber. Hier haben wir den schon mal. In Captiva R50407 für 573 Euro bei Saturn.de mit Tastatur und Maus. Dazu kommen wir auch noch, da gibt es noch eine lustige Story zu. Wir fangen an mit dem AMD Ryzen 5 3400G, 4x3,70 GHz. Also 4 Kerne, 8 Threads. Ob man jetzt mit 4 Kernen unbedingt zocken sollte, sei auch mal dahingestellt. Aber ich sagte ja bereits, Overwatch 60 FPS, wenn man alles auf Low stellt, funktioniert. So, der Ryzen kostet 158,80 Euro. Den packen wir auch so direkt in den Warenkorb. Ihr kennt das von den anderen Videos. Ich stelle einfach den kompletten Warenkorb zusammen, dann gucken wir uns hinterher an, was dabei rauskommt. Dazu gibt es dann Arbeitsspeicher DDR4 16 GB. Es steht keine Taktfrequenz da, es steht kein Hersteller da. Es steht nur DDR4 16 GB. Da habe ich jetzt einfach mal eine günstige Komponente genommen. Ist nicht das allergünstigste, aber ist eine günstige. 2400 MHz ist schon nett, weil die meisten takten grundsätzlich auf 2133. Den packen wir auch in den Warenkorb für 54,57 Euro. Dann steht hier natürlich Grafikkarte Radeon Vega 11. Das ist keine eigenständige Grafikkarte. Es ist ein Grafikchip auf dem Prozessor integriert, der sich auch noch mit dem RAM-Speicher den Grafikspeicher teilt. Das heißt, ihr könnt die 16 GB gar nicht mal voll ausnutzen. Ihr könnt, sage ich jetzt mal, von diesen 16 GB... würde behaupten, 12 GB für alle anderen Systemsachen benutzen und 4 GB wird er sich wohl reservieren. Dann haben wir hier Festplatte, da ist einmal eine SSD drin. Da habe ich schon nachgeschaut, das ist eine ganz normale 2,5 Zoll SSD. Die kostet hier bei Mindfactory 27 Euro. Ihr seht an den Preisen schon, wo die Reise hingeht. Die kosten nichts mehr, die Dinger. Dann haben wir netterweise noch eine HDD dabei mit 1 TB Speicher. Steht auch kein Hersteller dabei. Da habe ich einfach mal die 1 TB Seagate Barracuda genommen. Kostet 34 Euro. Ich erinnere nochmal, der PC kostet 574 Euro. Dann kommt das Mainboard. Das ist auch ganz interessant. Ist ein Micro-ATX. Das heißt, wenn es um Erweiterungen geht, wenn ihr eine Capture Card oder ähnliches einbauen wollt, wird es schon ziemlich knapp. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Slots noch zur Verfügung stehen. Eventuell einer, aber den hätten sie auch für die Grafikkarte nutzen können. Hier haben wir auch schon so ein Board. Ich habe das ASRock genommen. Die schreiben jetzt als Hersteller Gigabyte. Ich nehme ASRock. Die tun sich beide nicht viel. Kostet auch nur 43 Euro. Hier haben wir tatsächlich zwei Slots. Hier könnte man, sage ich mal, eine WLAN-Karte noch einbauen. Und in den Slot, wo eigentlich die Grafikkarte hingehört, das ist übrigens PCI Express 3.0, es gibt schon 4.0, da könnte man eine Capture-Karte reinstecken. Was noch ganz interessant ist dazu zu sagen, bei dem ASRock A320M, dieser Chipsatz ist sehr veraltet. Das war einer der ersten Chipsätze, die es für das AM4-Board gab. Oder für den AM4-Sockel von AMD. Ich habe hier eine kleine Liste. Hier sind die Chipsätze aufgelistet. Und hier sieht man sofort den A320 ganz oben in der Spalte. Wir sind mittlerweile, der aktuellste ist der X570. Wenn ich Computer zusammenstelle, gehe ich meistens auf die B550 oder X570 Boards. Teilweise auch B450. Die kann man mit einem BIOS-Update noch fähig machen, dass er die AMD 3000er-Reihe frisst. Aber es ist wirklich ein veralteter Chipsatz. Ein optisches Laufwerk haben wir auch noch. Ich weiß gar nicht, wer sowas noch braucht. Ein DVD-Brenner. Den haben wir aber auch mit reingepackt in den Warenkorb. Der kostet ganze 14,43 Euro. Den schiebt man einfach nur oben rein, packt einen SATA-Anschluss hinten dran. Thema erledigt. Konnektivität, das ergibt sich aus dem Mainboard. Die ganzen USB-Anschlüsse und so weiter, die sind alle bei dem Mainboard hinten angegeben.
Betriebssystem, standardmäßig Windows 10, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist sogar nur die Home-Variante. Man kriegt die Pro-Variante bei eBay für einen Fünfer hinterhergeworfen. Kauft ihr es offiziell, kostet 80 Euro. Aber ich verspreche euch schon mal, selbst dann kommt ihr nicht über den Preis hinaus, den die verlangen für diesen PC. Einen Kartenleser haben wir auch noch. Den habe ich tatsächlich auch mit reingepackt. Der kostet ganze 4,75 Euro. Von Logilink. Ich habe wirklich die günstigsten Komponenten genommen, die ich finden konnte. Letztes Mal haben wir ein bisschen auf die Qualität geachtet. Jetzt achten wir mal überhaupt nicht auf Qualität. Ich will Logilink jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber wir nehmen wirklich das günstigste. Es gab auch welche für 10 Euro oder für 15 Euro. Wir nehmen jetzt den für 4,75 Euro. Der tut auch seinen Job. Was anderes werden die auch nicht verbaut haben in diesem Fertig-PC. Dann haben wir eine Tastatur mit dabei und eine Maus. Und jetzt kommt die Story dahinter, die ich eben noch erzählen wollte. Ich habe ja eben nach den günstigsten Komponenten gesucht, die ich finden konnte. Ich habe wirklich in der Liste geschaut, sortiert nach Preis aufsteigend. Dann habe ich eine Tastatur gefunden und eine Maus, habe die schon in den Warenkorb gepackt. Und dann habe ich mir das Bild nochmal angeguckt und habe dann festgestellt, dass diese Tastatur von LC Power ist und die Maus dann wahrscheinlich auch. Ich habe es an der Maus erkannt, am Design. Ich habe die auch schon in den Warenkorb gepackt. Hier haben wir die Maus, die ist vom Design her genau gleich. 3,33 Euro. Oh, die wollen euch nur Gutes. Und dazu eine Tastatur, die 5,44 Euro kostet. Ich hätte die von LC Power wahrscheinlich auch noch gefunden, die kostet dann 6 Euro. Macht den Braten jetzt nicht fett, ihr wisst, wo ich drauf hinaus möchte. Jetzt kommt dazu noch das Netzteil. Ganze 300 Watt. Stellt euch das mal vor. Selbst wenn ihr diesen PC jetzt kauft und den hinterher erweitern wollt mit einer vernünftigen Grafikkarte, dann reichen diese 300 Watt um Längen nicht aus. Das ist für ein Office-PC gedacht, quasi nur für Multimedia, ein bisschen Netflix, vielleicht ein bisschen Word, Excel, Internet und so weiter. Aber das wird niemals ein erweiterbarer PC sein zum Zocken. 300 Watt Netzteil sieht man hier, kostet 26,91 Euro. Als Gehäuse haben wir ein Soho 6826. Ich habe jetzt mal ein ähnliches rausgesucht. Das ist das Chieftec Mesh. Das hat genau dieselben Größe, also der Formfaktor ist alles Micro-ATX. Das heißt, selbst wenn ihr hinterher irgendwie erweitern wollt, wird es ein bisschen schwierig mit dem ATX-Board. Das könnte eventuell noch reinpassen, aber es wird wirklich knapp. Vor allen Dingen, wenn man eine Grafikkarte einbauen möchte, die ein bisschen länger ist. Das wird nicht funktionieren. Kostet 36,70 Euro. Das Soho habe ich online gesehen für 38,50 Euro, glaube ich. Also ganze 2 Euro weniger kostet dieses Gehäuse. Aber ich habe bei Mindfactory jetzt leider nichts Vergleichbares gefunden. Man sieht auch schon an der Bewertung, 2 Sterne. Das ist einfach nur gepresstes Blech. Gut, das sind die meisten Gehäuse, aber das ist keine Qualität. Aber wir haben immerhin ein Gehäuse, wo man sieht, dass man 2 CD-ROM-Laufwerke theoretisch einbauen könnte und einen Kartenleser. Und die werden wir dann quasi auch verbauen mit dem Warenkorb. Hier sieht man nochmal Lieferumfang, PC, Maus, Tastatur, Netzkabel. Kurzanleitung, Netzkabel ist grundsätzlich mit dabei. Beim Netzteil brauche ich jetzt nicht extra mit in den Warenkorb schmeißen. Tastatur und Maus haben wir auch mit reingepackt. Und wir kommen jetzt mal zum Warenkorb. Witzig! Ich habe den vor einer halben Stunde mal zusammengestellt, bevor ich das Video gestartet habe. Und jetzt hat sich gerade schon der Preis vom Mainboard verändert. Das Ganze 4 Euro teurer geworden. Ist jetzt nicht schlimm, nur dass ihr es mal seht. Also, wir haben das Mainboard. Wir haben den Ryzen 5 3400G mit der integrierten Grafikeinheit. Mit der Vega 11. Die als Grafikkarte bezeichnet. Unwissende würden wirklich denken, es ist eine eigene Grafikkarte. Das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. 16 GB RAM-Speicher mit sogar etwas mehr Taktfrequenz. Ich würde wirklich glauben, dass sie 2133 MHz verbauen. Die 240 GB 2,5 Zoll SSD von Crucial für ganze 27 Euro. Den Brenner von LG, das ist sogar ein namhafter Hersteller. Es gibt sogar noch einen günstigeren, der kostete 11 Euro, aber das wollte ich mir jetzt echt nicht geben. Dann nehme ich lieber doch Marke. Das Gehäuse habe ich ja eben schon drüber gequatscht, ist auch mit drin. Das 300 Watt Netzteil, die 1 TB Seagate Barracuda, Tastatur, Maus und der Kartenleser. Kommen wir auf einen Gesamtpreis von 413,60 Euro. Zur Erinnerung, der PC kostet 573. Wir reden bei dem Warenkorb, wie immer in jedem meiner Videos, vom Endkundenpreis. Da ist schon eine Marge drin für Mindfactory. Die ist nicht sonderlich groß, aber sie ist da. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ein Laden wie Saturn, den jeder kennt, genauso wie Mediamarkt, die gehören ja eh alle irgendwie zusammen, bessere Preise bei der Abnahme kriegen. Die nehmen dann nicht ein Gehäuse, die nehmen dann 1000 Gehäuse. Und dann kriegen die auch einen besseren Preis als diese, sag ich mal, 36 Euro, von denen ich eben gesprochen habe. Die kriegen dann, sag ich mal, im Einkauf vielleicht 20 Euro, 25 Euro. Irgendwie sowas in der Richtung. Wir sprechen hier wirklich über Endkundenpreise und wir sind im Endkundenpreis 150 Euro billiger
gut zusammenbauen und Windows noch nicht dabei, aber trotzdem glatt 150 Euro billiger als den Endkundenpreis, den sie hier angeben. Bevor jetzt jemand kommt und sagt, ja, die müssen bei diesen 400... Moment, was war das jetzt? 413 Euro müssen die ja noch Mehrwertsteuer mit draufrechnen. Das ist richtig. Aber die sind Mehrwertsteuer vorabzugsberechtigt. Das heißt, bei jeder einzelnen Komponente können sie die Mehrwertsteuer nehmen und die von der Mehrwertsteuer, die diesem Kunden hinterher draufschlagen, abziehen. Sagen wir, die haben bei den Komponenteneinkauf Mehrwertsteuer gezahlt von, sagen wir mal, 120 Euro. Ja, ungefähr diese 19%. Oder 100 Euro, sagen wir so, irgendwie sowas. Dann können sie diese 100 Euro schon abziehen von der Mehrwertsteuer, die sie euch wieder drauf knallen. Das heißt, sie bezahlen im Endeffekt Mehrwertsteuern im ganzen Gerät, sage ich mal, 30 Euro. Also das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Wie gesagt, so ein Ding könnt ihr sogar komplett alleine zusammenbauen, da ist echt nichts dabei. Was ich jetzt noch gesehen habe, gerade auf die Schnelle, der AMD Ryzen 5, das ist ein Tray. Ihr müsstet noch einen Lüfter dazu kaufen. Der Lüfter kostet einen 10er. Wir können das jetzt gerne gerade nochmal machen. Okay, ich habe es jetzt mal sortiert zum AM4-Sockel. 17,66 € wäre der günstigste. Sagen wir, rechnet noch ein 20 drauf. Wir packen es jetzt eben in den Warenkorb. Kommen wir auf stolze 433 Euro plus Windows seid ihr bei 440 Euro. Zusammenbauen tut er selber. Immer noch 133 Euro weniger. Und das ist jetzt gar nicht mal so das Ding. Klar, die wollen ein bisschen Gewinn machen und so. Haben sie zwar schon durch den Einkauf, aber ist ja egal. Die Sache ist einfach die, geben in der Liste diesen PC als Gaming-PC an, wo ihr vielleicht ein bisschen Among Us, die Sims, alles was nicht so ressourcenfressend ist, vielleicht wirklich mitspielen könnt. Aber ich finde es unverschämt, dass die hier wirklich GeForce GTX 1650, das ist tatsächlich eine Grafikkarte, ja, hier überall drin haben, die steht hier überall drin und mittendrin kommt dann die Radeon Vega 11. So, da denken sich die Leute, ah, komm, kaufst du AMD, hörst du ja aktuell sehr viel Gutes drüber und dann knallen sie dir den Chip da rein und sagen, das wäre eine eigenständige Grafikkarte. Das ist ein eigenständiger Grafikchip, ja, teilt sich aber den RAM-Speicher und wird niemals die Leistung einer eigenständigen Grafikkarte erreichen. Deswegen, lasst euch gesagt sein, wenn ihr sowas lest, informiert euch. Guckt euch YouTube-Videos an. Ihr findet quasi zu jeder Grafikkarte oder jeder Grafikeinheit einen Benchmark bei YouTube. Habe ich eben auch gemacht. Ich habe einen Benchmark gefunden, beziehungsweise einen Test mit Overwatch. Stellt ihr alles auf Low, könnt ihr mit 60 FPS spielen, mit Frame Drops. Macht dann auch keinen Spaß, ist aber möglich. Ich will ja jetzt nicht lügen. Man kann spielen damit, ja, aber es macht keinen Sinn. Und ich finde es unverschämt, dass sowas einfach unter Gaming-PCs gelistet wird. Ich weiß nicht, ob Saturn was dafür kann oder ob das jetzt ein eigener Zulieferer ist, der einfach nur über Saturn vermarktet. Das kann ich euch leider nicht sagen. So, wir haben es preis-leistungstechnisch jetzt gesehen. Von den Komponenten her einzeln lohnt es sich überhaupt nicht. Und dann kommen noch diese Verarschen mit dabei. Und das geht hier auch munter so weiter. Hier haben wir überall nur die GTX 1650, die auch nicht gerade das Beste ist, weil die nur 4 GB Grafikspeicher hat. Ich habe letztes Mal in dem Video gesagt, 4 GB ist zu wenig. 8 sollten es mindestens sein heutzutage, wenn man einigermaßen vernünftig zocken will. Und die stehen hier überall drin. Und dann siehst du wieder nur GTX, GTX, GTX und dann Radeon RX Vega 11. Das ist natürlich auch ein bisschen AMD geschuldet, weil Radeon ist der Markenname der Grafikkarten. Das ist aber halt nur wirklich der Chip. Hier ist auch wieder der 3400G drin. Hier ist auch wieder GTX 1650. Hier haben wir sogar Intel UHD Grafik 630. Gut, da kann man eventuell noch sagen, klar, es wird integriert sein. Auch die Leute, die vielleicht keine Ahnung haben oder wenig Ahnung. Aber sowas finde ich einfach nur dreist, dass sowas hier angeboten wird und den Kunden sogar in der Liste als Grafikkarte beschrieben wird. Das ist keine Grafikkarte, das ist ein Grafikchip. Das ist mies und darauf wollte ich euch aufmerksam machen. Wir werden jetzt im nächsten Video eventuell nicht Saturn nehmen, wir nehmen vielleicht Mediamarkt. Haha, das ist derselbe. Kann man vergessen. Wir werden als nächstes wahrscheinlich einen Lidl-PC nehmen. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr noch Interesse daran habt. Und dann freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal noch ein bisschen was erklären kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns.